Hey, willkommen zurück am Samstag. Schön, dass du wieder da bist hier auf meinem Channel. Bevor wir jetzt gleich ins Video durchstarten, wo ich dir einfach zeigen möchte, was gute Gesprächsthemen beim Kennenlernen der Frau sind, trag dich gerne für mein Online-Coaching ein. Das Ganze ist kostenlos, kannst du im ersten Link unten in der Beschreibung machen, kannst du auch hier jetzt in der Infobox machen und du kriegst auch später am Ende des Videos nochmal eine Möglichkeit, dich dort einzutragen. Das Ganze ist kostenlos, du bekommst viel Material von mir, das du einfach kostenlos bekommst, viel mehr Material, als du hier auf dem YouTube-Channel oder im Podcast bekommst. Und deswegen nutze die Chance, einfach noch mehr Informationen zum Thema Frauenflirten und Verführung zu bekommen und trag dich für das Online-Coaching ein. Jetzt wollen wir aber loslegen mit dieser Folge, in der es darum geht, was für Gesprächsthemen du wählen kannst, wenn du die Frau kennenlernst. Und der Grund, warum ich dieses Thema anspreche, ist, weil ich immer wieder Teilnehmer bekomme, denen es super schwer fällt, einfach ein Gespräch mit der Frau zu führen, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen. Also sie wissen es einfach nicht. Und was dann manchmal die Folge davon ist, ist, dass diese Männer irgendeinen Blödsinn reden oder so tun, als wären sie cool oder den Clown spielen, irgendwas sehr Unauthentisches machen, um das zu überspielen. Oder sie reden ganz viel Mist. Und das muss nicht sein und ich will dir heute zeigen, wie du dafür sorgen kannst, dass dir sozusagen niemals die Gesprächsthemen ausgehen. Du kennst sicherlich den Spruch, es ist nicht so wichtig, was man sagt, sondern eher wie man es sagt und dieser Spruch ist absolut richtig. Allerdings will ich dich nicht nur mit diesem Spruch abfertigen, weil dann weißt du immer noch nicht, was du sagen kannst. Klar, wenn du fortgeschritten bist, dann kannst du halt mit dem größten Scheiß auch mit Frauen reden. Ich habe teilweise Gespräche, du wirst bald in Infield noch sehen. Also ein Live-Flirt, ich habe teilweise Gespräche, die machen gar keinen Sinn, aber das macht gar nichts, denn wenn man gemeinsam Spaß hat, dann ist es schon in Ordnung. Aber wenn du jetzt am Anfang stehst und die meisten von euch tun das wahrscheinlich, dann will ich dir jetzt einfach den besten Tipp geben, den ich immer meinen Coaching-Teilnehmern auch mitgebe, wie du einfach auf Gesprächsthemen kommst. Und zwar solltest du dich zuallererst mal hinsetzen und dir überlegen, was suche ich überhaupt in den Frauen, die ich anspreche. Wie sieht optimalerweise eine Frau aus, mit der ich schlafen möchte, vielleicht nur schlafen möchte, wenn das dein Ziel ist. Wie sieht eine Frau aus, mit der ich mir eine Affäre vorstellen kann. Wie sieht eine Frau aus, mit der ich zusammen sein möchte? Je nachdem, was du halt suchst. Am besten ist es, du definierst all diese drei Sachen, denn dann hast du mehr Inhalt. Und es geht jetzt gar nicht darum zu sagen, hey, sie ist rothaarig, sie hat dicke Titten. Das ist schon alles klar. So, bis auf rothaarig, könnte ihre blond sein. Es geht mehr darum, dass du dir überlegst, was soll diese Frau mitbringen? Ja, soll sie eine positive Frau sein? Soll sie eine sportliche Frau sein? Was wäre cool, wenn sie beruflich macht? Wie gestaltet sie ihr Leben? Was sind ihre Hobbys? Hat sie viele Freunde? Hat sie eher wenig Freunde? Macht sie viel in der Freizeit? Oder ist sie auch gerne mal zu Hause und liest ein Buch, trinkt einen Tee, was auch immer? Also überleg dir mal ganz genau, wie optimalerweise die Frau aussehen soll, die du kennenlernen möchtest. Und dann schau dir mal deine Liste an und guck mal, aha, okay, ich wünsche mir also eine sportliche Frau. Und wenn du das herausgefunden hast, dann ist Sport eines der Themen, die du mit der Frau besprechen kannst. Denn angenommen, du suchst eine Partnerin fürs Leben und dir ist es wichtig, dass du eine sportliche Partnerin hast, dann ist es natürlich sinnvoll, mit der Frau im Kennenlerngespräch zu schauen, hey, ist es eine sportliche Frau? Das heißt, das ist etwas, was du sie fragen könntest. Sprichst sie an, sagst, hey, hi, ich bin Tim, siehst interessant aus, dann sagt sie, hey, ich bin Veronika oder was auch immer. Und dann sagst du, cool, kommst du von hier, Veronika? Und dann erzählt sie dir, dass sie aus Berlin kommt. Dann kannst du sie fragen, hey, was machst du denn hier in Berlin? Dann sagt sie dir vielleicht, dass sie hier studiert. Und dann redet ihr kurz über dieses Studiumthema. Was studiert sie denn? Wie kam sie denn drauf? Dann erzählst du ihr vielleicht, was du machst. Selbstständigkeit, Studium, Ausbildung, normaler Beruf, was auch immer das dann sein mag. Und dann kannst du zum Beispiel dazu übergehen, sie zu fragen, ob sie eine sportliche Frau ist. Hey, Veronika, bist du eine sportliche Frau? Dann wird sie dir sagen, ja. Oder nein. Vielleicht sagt sie dir, nein, ich mache keinen Sport, dann könntest du sie fragen, warum sie denn keinen Sport macht. Oder sie sagt, ja, ich mache Sport, dann könntet ihr euch darüber unterhalten, was sie für einen Sport macht und wie sie drauf gekommen ist. Könntest du ihr davon erzählen, was du für einen Sport anmachst und warum dich das begeistert. Also du siehst, wie es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, über Dinge zu reden, wenn man nur Themengebiete auch ausschöpft und wenn man vorher weiß, was man eigentlich von der Frau möchte. Ist ja klar, wenn ich jetzt vor der Frau stehe und ich weiß überhaupt nicht, was ich überhaupt von der Frau will, dann ist es auch schwierig, mit ihr zu sprechen. Denn was soll ich dann auch mit ihr besprechen? Stell dir vor, du bist eine große Firma und du möchtest jemanden einstellen. Ja, du möchtest jemanden einstellen, der, weiß nicht, der möchtest einen persönlichen Sekretär einstellen für dich als Geschäftsführer. Du hast dir aber vorher nicht überlegt, was dieser Sekretär überhaupt machen soll, also für welche Aufgaben du diesen Sekretär überhaupt haben möchtest. Und deswegen weißt du auch überhaupt nicht, was du den Typ, der da vor dir im Gespräch sitzt, oder die Frau, was du die fragen sollst. Du hast dir ja keine Gedanken darüber gemacht, was du überhaupt möchtest, was der überhaupt für Aufgaben oder die für Aufgaben erfüllen soll. Deswegen ist es wichtig, dir zu überlegen, wie denn eine perfekte Frau für dich aussehen soll. Perfekte Frau, ja, einfach nur so dahergesagt. Natürlich wird es wahrscheinlich nicht die perfekte Frau, aber wie eine
optimalerweise die Frau deiner Träume für dich aussehen soll. Und dann kannst du halt in den Gesprächen mit den Frauen die Frauen aussortieren, die nicht dazu passen. Das Ganze kann aber auch gerne ein bisschen subtiler sein. Ich zum Beispiel mag Frauen sehr gerne, die so ein bisschen flirty sind, Frauen, die so ein bisschen spielerisch sind, die weiblich sind. Und deswegen eine Sache, die ich gerne mache und die du vielleicht auch schon in meinen Live-Flirts gesehen hast, ich mache gerne ironische Sachen, so ein bisschen sarkastische Sachen. Ich bin gern spielerisch, um mal zu schauen, ist es auch eine Frau, die spielerisch ist. Und wenn ich halt merke, das ist eine Frau, die ist auch spielerisch, wir haben so auf einer Ebene, können so miteinander, also wir verstehen uns einfach auf einer Ebene, dann stehe ich halt auf die Frau, dann weiß ich, okay, das ist eine Frau, die interessiert mich wirklich sehr. Im Gegensatz zu einer Frau, die vielleicht nicht so spielerisch ist, die mir trotzdem gefällt. Aber dann weiß ich, okay, das ist eine Frau, die mir noch besser gefällt. Das ist so ungefähr das Optimum, was ich suche. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir halt Gedanken darüber machst, was du eigentlich in einer Frau suchst. Und dann weißt du auch ganz genau, was deine Gesprächsthemen sind. Und dann eine ganz andere wichtige Sache ist, mach es nicht so wie viele meiner Coaching-Teilnehmer und frühstücke jedes Themengebiet schnell ab. Ja, wenn die Frau dich fragt, hey, was machst du für einen Sport? Dann sagst du zum Beispiel Fußball und, andersrum, angenommen, du fragst die Frau, was sie für einen Sport macht und angenommen, sie sagt Fußball, dann geh nicht zu dir und sag, cool, ich spiele auch Fußball und wo studierst du? Sondern sei neugierig, sei interessiert. Frag sie, warum sie Fußball spielt, wie lange sie schon Fußball spielt, wie sie darauf gekommen ist. Nimm ein Themengebiet und geh tiefer in dieses Themengebiet, statt einfach nur eine Antwort zu nehmen und dann zur nächsten Frage überzuspringen. Wo kommst du her? Berlin? Toll. Was studierst du hier? Das? Cool. Was machst du sonst noch so? Das? Okay. Hast du auch Freunde? Ja? Cool. Wollen wir uns treffen? Nein. Also deswegen geh tiefer auf diese Gesprächsthemen ein, geh in diese Gebiete, finde heraus, was ist ihre Motivation dafür, warum macht sie das, seit wann macht sie das, wie lange will sie das noch machen, was will sie danach machen, mit wem macht sie das, wer hat sie dazu inspiriert, das zu machen, wie kam sie drauf? Es gibt so viele Fragen, die du stellen kannst, die auf die Motivation und viel tiefer in die Persönlichkeit der Frau eingehen, als einfach nur diese Information herauszufinden. Und wenn du das so machst, wenn du von vornherein weißt, das sind die Themen, die mich interessieren, und wenn du auf diese Themengebiete auch tief eingehst, dann geht dir niemals der Gesprächsstoff aus. Dann wird dir der Gesprächsstoff nicht ausgehen. Und das, was wir gerade besprochen haben, das ist ja auch nur die Seite von ihr. Ja, die Sachen, die du sie fragen willst, das sind ja alles nur die Sachen, die du sie fragen willst. Sie wird dich ja auch Sachen fragen. Und dann wirst du davon erzählen. Und wenn du davon erzählst, dann sag nicht einfach, ich spiele Fußball, sondern sag, ich spiele Fußball und erkläre vielleicht auch noch, warum du das spielst oder wie lange schon. Das heißt, die Fragen, die du sie fragst, um tiefer in dein Themengebiet einzusteigen, die Fragen kannst du auch selbst einfach beantworten. Und so geht dir niemals der Redestoff aus. Du hast unheimlich viel, unheimlich lange Zeit, die du reden kannst. Wenn du merkst, dass dir trotzdem bei vielen Frauen oder bei einigen Frauen noch der Redestoff ausgeht, dann kann es sein, dass ihr einfach keinen Draht zueinander habt. Ja? Dass ihr einfach keine richtige Lust habt, euch miteinander zu unterhalten. Oder ein Part von euch hat keine Lust drauf. Im Grunde weißt du alles, was du brauchst, um wirklich viel Gesprächsstoff zu haben, gerade wenn du die Aufgabe aus diesem Video jetzt machst. Wenn du spürst, du kommst mit einer Frau nicht auf eine Ebene, dann liegt es nicht daran, dass dir der Gesprächsstoff fehlt, dann passt es einfach nicht. Und dann kannst du auch gerne weitergehen und mit der nächsten Frau sprechen. Probier das mal aus, schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob das für dich funktioniert hat. Ich bin mir ziemlich sicher, denn das hat bisher für alle Coaching-Teilnehmer auch sehr gut funktioniert. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Hier unten hast du nochmal die Chance, dich für mein kostenloses Online-Coaching einzutragen. Dort kannst du den Channel abonnieren und da oben geht es zum letzten Video auf diesem Channel, das ich dir sehr empfehlen kann. Da ging es um das Thema Disziplin und wie du mit Disziplin das Problem der Ansprechangst löst. Das heißt, wenn du jetzt noch am Anfang stehst und viel Angst hast beim Ansprechen, deine Emotionen dich übermannen, dann schau dir mal das Video an, das wird sehr, sehr hilfreich für dich sein. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Schau auch gerne Sonntag mal beim Podcast rein, den Link habe ich in die Beschreibung gepackt zum Podcast. Das ist der zweite Link. Der erste Link ist die Eintragung fürs Online-Coaching. Geil, dass du dabei warst. Wir sehen uns am nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.